Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unicorns Aqua Corner. Heute geht es um den Sony-Filter, den VF-CPRM2, den einfachen Polfilter von Sony. Da ich bisher noch kein Review auf YouTube gefunden habe, die auch mal zeigen, wo man auch mal ein bisschen Bildmaterial sieht, als Video und als Foto, wollte ich euch mal alle vier Anwendungsbereiche eines Polfilters zeigen, die ich kenne. Die meisten zeigen euch ja nur drei. Daher bekommt ihr am Ende des Videos noch ein viertes cooles noch dazu. Und ich zeige euch noch ein paar schöne Fotos, die ich damit geschossen habe. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Als allererstes, Polfilter werden für das Entspiegeln von Glas meistens benutzt. Das ist sehr, sehr geil. Damit könnt ihr nämlich dann dementsprechend durch Aquarien und Terrarien besser schießen. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwo unterwegs seid und ihr habt eine Fensterfassade, wo ihr jetzt nicht unbedingt reinsehen wollt, dann könnt ihr auch einen Polfilter nehmen, ihn richtig einstellen und dann spiegelt das Ganze und dann habt ihr nicht mehr die Wohnungsinterieur der Leute dementsprechend im Bild. Das ist doch schon mal super. Nummer 2 wäre das Entspiegeln von Wasser, was auch wirklich toll ist, wodurch ihr dann bei Langzeitbelichtungen wirklich so eine richtig schöne Farbe im Wasser halt bekommt. Das würde ich euch auch dementsprechend empfehlen, gerade in der Tierfotografie, wenn ihr einen Aquaristik-Channel habt oder so, die machen echt Spaß. Also das ist auch der einzige Filter, den ich wirklich empfehlen würde, wenn ihr halt irgendwie in der Natur mit Tieren zu tun habt. Dann kommt einmal der dritte und das wäre nämlich einmal das Entspiegeln des Himmels. Und zwar bekommt ihr nämlich dann dadurch einen viel, viel schöneren Blauton nämlich in eurem Bild. Und da kommt nämlich auch die Stärke vom Sony-Filtersystem nämlich jetzt rein. Weil die meisten Filter, die ich kenne, die müsst ihr am besten ein bisschen größer kaufen. Das ist jetzt bei dem Sony-System nicht der Fall. Aus irgendeinem Grund ist selbst bei einer kleinen Millimeterangabe, also einem sehr, sehr breiten Landschaftsobjektiv zum Beispiel, habt ihr auch bis zum Rand hin die Polarisation am Wirken, was ich wirklich gut finde. Natürlich, sie sind ein bisschen teurer als viele der China-Filter, weil es ist das native System und Sony ist generell jetzt nicht gerade günstiger. Aber dieses Stück Glas ist wirklich toll. Und ich kann es halt wirklich jedem empfehlen, der sich halt gerade mit der Fotografie beschäftigt. Es gibt auch welche für Handys. Es gibt die in 82 mm, in 77 mm. Ich habe hier den 55er, genau passend. Jetzt gerade für meinen SEL 2870. So sieht das aus. Und wenn ihr mit dem Ganzen halt dann weiter eure Polarisation einstellen wollt, dann dreht ihr den weiter in der Richtung, wie ihr ihn festgeschraubt habt. Also in dem Fall gegen den Uhrzeigersinn. Und ansonsten, wenn ihr jetzt vor der Kamera steht, mit dem Uhrzeigersinn. Weil ansonsten fällt der ab und nicht vergessen, das ist teures Glas. Daher immer gut drauf aufpassen. Auch erst einmal die hier abnehmen. Und eure Schutzkappe hier werdet ihr, wenn ihr einen Polfilter benötigt, leider nicht benötigen, da ihr ansonsten im Weg seid von eurem Polfilter und könnt ihr nicht richtig drehen. Dann matscht ihr darauf rum. Das wollt ihr natürlich nicht, weil das sieht dann nämlich nicht ganz so schön aus. So, was aber schön ist, wenn die ganzen Kappen und alles passen, weswegen ich sie halt auch passend kaufe, passt alles. So in den Ranzen. Praktisch. Wenn ihr natürlich nicht so viel Geld jetzt übrig habt, würde ich euch empfehlen, kauft die Filter immer in der größten Größe, in dem Fall die 82er von Sony. Ich glaube, die kosten momentan so 260 Euro. Das heißt, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld für ein Stück Glas. Daher seid euch sicher, dass ihr einen Polfilter haben wollt, aber wenn, dann werdet ihr auch richtig viel Spaß damit haben. Von der Bildqualität her blende ich mal ein paar Bilder halt ein. Ihr verliert natürlich ungefähr so einen Lichtstopp, also so eine Lichtstufe. Und das ist normal. Bei ND-Filtern habt ihr natürlich mehr, weil ihr wollt ja auch auf eine längere Belichtungszeit meistens. Das ist also auch
ganz gut. Also ihr, wenn ihr einen ND-Filter oder einen Pol-Filter benutzt, macht euch da mal weniger die Sorgen mit. Geht einfach mit eurer Kamera in den manuellen Modus und guckt dann, dass ihr plus minus 3, 0,3 natürlich ausgeleuchtet seid. Und dann seid ihr meistens halt schon mal richtig gut drin. Ich gucke, dass ich meistens minus 0,3 gehe, weil ich nämlich in den Schatten ein bisschen mehr an Daten noch behalten möchte. Aber das müsst ihr wissen. Ja. Dann sage ich euch noch den vierten und ich finde auch eigentlich tollsten Fakt irgendwie, um einen Polfilter einzusetzen. Und zwar, um einen Fernseher dementsprechend mal auszublenden. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr habt irgendwo Werbeblöcke am Laufen und in irgendwelchen Schaufenstern und so und ihr glaubt jetzt, das kann ich da nicht reinhalten, könnt ihr. Mit einem Polfilter könnt ihr das Bild im Fernseher schwarz machen. Komplett. Das ist doch mega. Ich habe euch dazu auch natürlich was eingeblendet und ich würde sagen, das ist halt echt toll. Und da habt ihr auch wirklich viel Spaß mit. Und ja, wenn ihr noch weitere Tricks und sonstiges mal von mir haben möchtet, drückt auf Abonnieren und auch auf Gefällt mir. Das würde mir sehr helfen. Teilt das ganze Video mal an eure Freunde, gerade die in der Fotografie zuständig sind. Weil ich finde es ein bisschen traurig, dass ich gar keinen gesehen habe, der halt die Sony-Filter mal vorgestellt hat. Und auch das mit dem Fernseher abdunkeln, dass das so ziemlich keiner kannte. Das ist so ein bisschen sehr traurig. Daher teilt das ganze Video mal an eure Freunde und dann gehabt euch wohl eine schöne Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.